Hallo ihr Lieben, ich bin Julia von Jobdschungel und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, euch dabei zu helfen, euren Traumstudienplatz, euren Traumausbildungsplatz bzw. euren Traumjob zu finden. Und heute habe ich Christine und Julius hinter mir. Und Christine ist die Mama von Julius, der bei mir eine Einzelberatung vor einigen Jahren begonnen hat und eine ziemliche Erfolgsgeschichte seitdem hingelegt hat. Und ich wollte einfach mal hören von Christine, wie das so aus der Elternperspektive alles war. Viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen, liebe Christine, und hallo nach Speyer. Hallo Julia, schön dich zu sehen. Ja, Dito Christine, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit nimmst. Und vielleicht kannst du dich einfach kurz der Community ein bisschen vorstellen. Wer bist du, wie alt bist du, was machst du so beruflich und privat? Ich bin Betriebswirtin, arbeite in einem Großkonzern im Talentmanagement, Führungskräfteentwicklung und bin auch zertifiziert als Coach. In dem Kontext hatte ich dich kennengelernt vor vielen Jahren, Julia, habe mich dann erinnert, als meine beiden Jungs in der Phase waren, dass sie Unterstützung brauchten in Richtung berufliche Orientierung und habe einfach mal gegoogelt, gesucht, den Kontakt aufgenommen und ja, schwuppdiwupp, so sind wir zusammengekommen. Seid ihr wieder bei mir gelandet. Genau. Genau, worüber ich mich sehr gefreut habe. Vielleicht kannst du so ein bisschen berichten, Christine, wie war die Situation deiner beiden Jungs damals, als sie dann quasi hintereinander zu mir in die Beratung gekommen sind? Genau, sehr gerne. Ich habe zwei Söhne, die 18 Monate auseinander sind vom Alter. Interessanterweise waren die fast zeitgleich in der Situation, sich neu orientieren zu wollen oder zu müssen. Der Felix nach Fachabitur und der Julius nach der mittleren Reife, was dann relativ ad hoc auf uns zukam, weil nicht so klar war, dass er eben nicht, beide waren auf dem Weg zum Vollabitur auf dem Gymnasium. Und es hat sich dann so ergeben, dass es für beide nicht mehr so der ideale Weg war. Das heißt, wir haben was gesucht und überlegt, was ein guter nächster Schritt ist. Und was hattet ihr vielleicht zu dem Zeitpunkt irgendwie schon versucht oder überlegt? Was waren eure Gedanken? Wie sind die Jungs vielleicht auch schon vorgegangen? Ja, der Felix wollte definitiv Richtung Gesundheitsmanagement, Sport, Bodybuilding, Fitness so in die Richtung. Also war da recht klar in der Richtung, in die er gehen wollte. Aber eben nicht klar, was heißt es jetzt genau nach so einem Fachabitur oder nach der 12. Klasse. Das heißt, wo kann er auch einsteigen? Wie kann er das machen? Will er studieren? War ja dann erstmal nicht der Weg im Grunde nach der 12. Eine Ausbildung. Also das war offen. Das Feld war klar. Was war nicht so klar? Der Julius ist nach der 10. so klar gewesen, dass er gesagt hat, ich möchte nicht mehr in die Schule gehen, ich möchte eine Ausbildung machen. So die Unterschiede, beim Felix hatten wir noch nicht so viel unternommen, eher so Internetrecherche gemacht. Beim Julius war es so, dass wir ein ganz interessantes Gespräch mit einer Mitarbeiterin vom Arbeitsamt hatten und sie hatte ihm ziemlich klar also dargelegt, welches Portfolio es denn überhaupt gibt, kaufmännisch, Sozialwissenschaften, Ingenieurswissenschaften oder also Wissenschaften, auch Berufe in diesem Kontext, also dass es diese verschiedenen Aspekte der Berufswahl gibt und nach einem Beruf man da eben auch weiter studieren könnte in diesen Fächern. Und das war ganz spannend, weil also Sozialberufe hatten wir gleich ausgeschlossen, aber bei ihm war die Palette einfach noch breiter als beim Felix, bevor wir mit dir in Kontakt kamen. Und wie ging es dann für deine beiden Jungs weiter, nachdem wir beide unser erstes Gespräch hatten, du mir so ein bisschen berichtet hast, wie die Situation bei euch ist, wie war dann der gemeinsame Weg? Ja, der Julius, also der Jüngere mit Abschluss 10. Klasse, war dann in der Situation, dass er mit ihr das Jahr so mehr remote gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Und ja, mit dir, ich weiß es nicht mehr, wie viele Sessions, das kannst du vielleicht nochmal sagen, aber ein paar Sessions am Telefon hatte und die ersten Schritte mit dir remote gegangen ist, hat dann ja ein Treffen physisch über auch einen halben Tag, glaube ich, gehabt und hatte ja dann eben die, das erklärst du, glaube ich, auch auf anderen Kanälen dann vielleicht nochmal, die Aufgabe von dir mitbekommen, sich mit Menschen auseinanderzusetzen oder zu befragen, wie deren Alltag ist in diesen verschiedenen Berufsbildern. Also remote mit dir, dann eigene Recherche, das fand ich total spannend und hat ihn ja auch in so eine Eigenverantwortung reingebracht, was ich ganz gut fand.
über einen längeren Zeitraum. Beim Felix war es dann eine andere Situation. Da war der Zeitdruck, glaube ich, noch ein Stück weit größer. Man verdrängt es ja alles dann immer mal, wie das war, die Details. Aber es war dann so, dass er ja 2 Tage Workshop mit anderen auch hatte, mit dir und in Präsenz. Also beide Wege fand ich jetzt, also waren für unsere Jungs gut, waren auch jetzt der Situation oder der individuellen Situation geschuldet oder haben der Rechnung getragen. Genau, bei Julius ging es damals nochmal eben intensiver auch darum, diese große Vielzahl, sage ich jetzt mal, an Möglichkeiten nochmal gut runterzubringen und eben zu priorisieren. Und dann eben, wie du schon gesagt hast, und das ist ein unheimlich, unheimlich wichtiger Punkt und erkläre ich euch ja auch in anderen Videos, sich wirklich ausführlich Zeit für die Recherche zu nehmen und wirklich mit Personen zu sprechen, die in diesen Berufen arbeiten. Und das hat Julius ganz wunderbar gemacht. Und dann eben die Situation des Seminars für Felix, der schon ziemlich genauso seine Richtung wusste und mehr so die Rahmenbedingungen quasi noch sortiert werden mussten. Vielleicht kannst du erzählen, was die Erfolgsstorys der beiden Jungs waren, also wie die beiden sich dann auf den Weg begeben haben und was sie jetzt so tun. Ja, vielleicht erst nochmal einen Schritt vorne dran, was ich hochspannend fand für einen Julius, dass er eben diese Felder hatte, diese verschiedenen. Also er hat überlegt, geht er jetzt Richtung betriebswirtschaftliche Ausbildung eher oder Richtung Technik. Interessanterweise, ich bin Betriebswirtin und im HR-Umfeld unterwegs. Mein Mann ist Architekt, also Ingenieursrichtung. Ja. Und er hat beide Wege jetzt auch durch einen Impuls von mit der Julia oder Erarbeitung mit dir dann eben auch verfolgt. Also sprich, hat sich beworben für Ausbildungen im eher kaufmännischen und parallel im eher ingenieurswissenschaftlichen Bereich. Das fand ich ganz spannend, weil wir wussten als Eltern auch nicht, in welche Richtung es geht. Und er hätte beides machen können, so von seinen Interessen und auch von seinen Kompetenzen, so wie wir das jetzt mal einschätzen. Und er hatte sehr, sehr positive Rückmeldungen von allen Bereichen und hatte, wenn ich mich auch richtig erinnere, also lediglich eine Zusage dann für eine Ausbildung als Elektroplaner. Also er hat sich dann beworben und für eine Ausbildung zum Elektrotechniker, Systemplaner, Elektrotechnik, so heißt es genau, und hat es begonnen, hat es auch mit sehr viel Freude gemacht jetzt, 3,5 Jahre, und fühlt sich da richtig wohl und hat da, glaube ich, so das gefunden, was zu ihm passt. Ob das jetzt das Betriebswirtschaftliche nicht auch gepasst hätte, weiß man natürlich jetzt an der Stelle nicht, aber vom Gefühl war das schon sehr gut. Ich meine, spannend war bei uns, dass wir parallel ein Haus gebaut haben und er dann quasi das Gewerk Elektrotechnik mehr oder weniger selbst verantwortet hat und da auch also sehr viel Verantwortung übernommen hat. Also er hat die Ausbildung gut abgeschlossen und hat sogar auch das Unternehmen gewechselt und bei einem neuen Unternehmen angefangen. Aber mehr dazu vielleicht gleich auch von ihm. Ist vielleicht ja, spannender, schön, den O-Ton zu hören. Ja, perfekt, super. Also und das zum Julius, also nochmal so, wenn man jetzt für andere Eltern oder so, ganz spannend, einfach die Kinder da in diese verschiedenen Richtungen explorieren zu lassen oder zu gucken zu lassen, was passt denn und wo fühlt sich denn gut an und wo habe ich auch eine Chance, wo bekomme ich auch eine Zusage, wo ist denn auch eine Stelle frei, das ist mal das eine. Beim Felix ist es so, dass er ja schon recht klar war Richtung Fitness. Und hat es eigentlich nochmal bestätigt. Ich meine, da waren noch so ein paar eher verrückte Ideen dabei. Wie kann ich denn Stuntman werden? Ja, das haben wir dann doch verworfen. Oder er auch. Und er hat begonnen, bei einem Fitnessstudio dual zu studieren. Also sprich, im Fitnessstudio zu arbeiten und da seine Praxis zu haben, also seine Berufspraxis, und parallel zu studieren. Er ist jetzt in den letzten Zügen, hat jetzt nächsten Montag, muss er seine Bachelorarbeit abgeben. Ja, ich drücke wir alle die Daumen, sind wir alle etwas angespannt und hoffen, dass das Ende dann gut ist. So. Und ja, bei ihm muss man gucken, wie es weitergeht. Aber der hat auch das gefunden, was er erstmal als einen ersten Schritt gesagt hat, dass es echt passt zu mir. Und das also als Mutter jetzt Fazit, letzte 3 Jahre, beide haben einen super Einstieg gefunden für sich und haben Freude. Ich meine, du hast es vorhin auch an der Anmoderation gesagt, Freude und glücklich sein, Erfüllung finden.
Finde ich einen wichtigen Punkt. Also in meiner Berufsentscheidung, wenn ich mal zurückgehe, wie habe ich mich entschieden? Ich habe mich entschieden für eine Banklehre, weil das vernünftig ist und man noch viel machen kann. Interessant, meine Eltern hätten mir gar nicht diese Möglichkeit gegeben oder das gab es vielleicht früher nicht. Also diese Entscheidung zu sagen, die Jungs haben beide die Möglichkeit, sich coachen und begleiten zu lassen, würde ich nach wie vor wieder treffen. Natürlich ist es ein Investment und ich finde, das zahlt sich absolut aus. Also würde ich jeden nur empfehlen. Also das lohnt sich. Das ist sehr, sehr schön, dass du das so sagst. Das freut mich natürlich sehr. Vielleicht kannst du auch noch mal sagen, so aus der Elternperspektive, was war so das Hilfreichste daran oder das Wertvollste daran, quasi diese externe Unterstützung, sage ich jetzt mal, zu haben? Ja, ich glaube, das weiß jeder. Als Eltern, wir sind als Familie natürlich ein System, ein geschlossenes System oder ein System und das ist eine interne Rückmeldung. Und Kinder haben vielleicht oder Jugendliche haben da vielleicht in dem Moment auch nicht immer Lust, auf die Eltern so zu hören, auch wenn sie das vielleicht wissen, wie das ist. Ich meine, ein Externer ist natürlich nochmal eine außenstehende Person mit einer außenstehenden Perspektive, mit mehr Abstand. Du bist auch ein Profi, was jetzt das Coachen und Begleiten angeht. Das war mir nochmal wichtig. Also das ist vielleicht für mich auch nochmal so ein Punkt gewesen, da ich ja ohnehin auch in der Coach-Ausbildung da war oder selbst da auch die Kompetenzen und Fähigkeiten hätte ich sogar selbst mitgebracht, das selbst mit meinen Söhnen zu machen. Aber dann wäre ich ja immer befangen. Ich bin die Mutter. Ja. Und ich fand es sehr, sehr wertvoll, eine andere neutrale Person zu haben. Ich finde auch, du bist nochmal deutlich in einem anderen Alter. Ja? Ja. Das ist nochmal eine andere Perspektive. Du bist da sicher auch noch näher dran. Das ist nochmal ein Punkt. Und du bist professionell damit umgegangen und hast da auch verschiedene. Du bist auch eingegangen auf die Situation, die es gebraucht hat. Jetzt haben wir bereits geschildert, Julius, Felix, unterschiedliche Ausgangssituationen. Und ja, was nochmal spannend war für den Felix, glaube ich, das hatte der Julius ja leider, sage ich mal, nicht. Der Felix war ja in einem Workshop mit anderen jungen Menschen, die in der gleichen Situation waren. Ich weiß jetzt nicht, ob er mit denen noch Kontakt hat, aber ich weiß nur, dass dieser Tag oder diese mehreren Tage ihm auch gut getan haben, einfach zu sehen, anderen geht es genauso. Ja. Ich glaube, das ist auch noch mal ein wichtiger Punkt dabei. Ja, und einfach so diese Message, ich bin nicht allein und es ist auch irgendwie normal in dieser wirklich komplexen Entscheidung, die einfach ja noch dadurch erschwert wird, dass es heutzutage so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Ich bin auch nicht irgendwie besonders blöd oder keine Ahnung, dass ich da nicht selber jetzt schon auf meinen Traumstudienplatz oder auf meinen Traumweg, sage ich jetzt mal, komme, sondern es ist halt einfach eine hinreichend komplexe Entscheidung, die da zu treffen ist. Und ich sitze nicht allein im Boot, sondern es geht sehr vielen jungen Menschen da draußen so. Ja, und auch es ist ein strukturierter Prozess. Letztlich war der Prozess ja dann wiederum gleich. Also zu gucken erst, was sind die Felder, die mich interessieren, für die ich mich auch erwärmen kann, wo ich denke, da hätte ich Spaß dran. Aber auch nochmal früher, was ich auch spannend fand, das Thema Werte. Welche Werte sind mir wichtig in meinem Leben? Also ist jetzt der Wert Geld, steht der über allem? Also ist es ein Einkommen? Ist es eher was anderes, Nachhaltigkeit? Was ist es denn? Und es ist ja auch nie so reinrassig ein Wert. Es sind dann mehrere Werte in der Kombination. Aber auch da zu sehen, was ist für den jeweiligen Jobsuchenden denn da die Priorität? Ja, absolut. Um da auch so eine Art inneren Kompass sozusagen zu haben oder sich auf den zu besinnen. Der ist ja vielleicht ohnehin schon da, aber dann zu wissen, okay, was ist es denn eigentlich, nach was ich mich da irgendwie orientieren möchte? Ja. Absolut. Was würdest du denn anderen Eltern da draußen raten, deren Sprösslinge quasi gerade in der Orientierungssuche sind? Ja, ich würde Ihnen auf alle Fälle Jobdschungel als externen Support wärmstens ans Herz legen. Also ich habe dich da als super professionell, strukturiert, unterstützend, aber auch da sehr sympathisch, empathisch erlebt. Und es war wirklich ein richtig gutes Andocken jetzt für beide Jungs. Also fand ich jetzt auch nochmal spannend, weil hätte ja auch sein können, dass Jungs sagen, ich fühle mich bei einem Mann wohler. Ja, ist auch nochmal eine Entscheidung, könnte ja auch sein.
Also das, was würde ich raten? Ich würde auf alle Fälle raten, wie vorhin gesagt, das lohnt sich auf alle Fälle hier auch Geld in die Hand zu nehmen, weil wir reden hier von einer Investition. Und natürlich kann man sagen, naja, die finden das alleine raus, was sie wollen. Aber wenn ich jetzt mal für meine beiden Söhne, unsere Söhne, mein Mann, der sieht es genauso, auch wenn er jetzt nicht hier im Interview dabei ist, aber für beide Söhne so, der Einstieg ist gut. Ja, also sie haben jetzt nicht zwei Ausbildungen versucht und abgebrochen und hin und her. Ich meine, es kann alles passieren. Natürlich kann sein, dass sie sich beide noch anders orientieren irgendwann. Aber der Einstieg war jetzt gut. Also für Julius war der Einstieg jetzt so gut, dass er auch in dem Elektrobereich weitermacht und weiterbleibt. Und das kann er ja gleich mal berichten. Er hat einen großartigen Job gefunden und ist super happy. Und das ist echt wichtig. Und das fühlt sich natürlich als Mutter großartig an. Und das fühlt sich auch für mich großartig an, das zu hören. Und ich muss immer zu Marti sagen, wenn ich diese Rückmeldungen bekomme, man muss eigentlich noch näher bei mir hinfilmen, weil ich da richtig Gänsehaut bekomme, wenn ich diese positiven Geschichten einfach höre und da meinen Beitrag quasi bei dem Lebensweg leisten konnte. Das freut mich unheimlich. Und Julia, da geht es mir ähnlich. Ich habe eben auch fast so ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Weil, ja, wir wissen es alle nicht, also wie es denn ist. Wir können unsere Kinder da, glaube ich, nur bestmöglich unterstützen und begleiten. Und also jetzt nochmal anders auf meine Jungs geguckt. Ich bin da auch echt super dankbar, dass sie das angenommen haben. Also das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Also die Frage auch als Eltern, was würde ich jetzt jemandem raten als Eltern, wenn Kinder sagen, nee Mama, nein Papa, ich lasse mich da nicht drauf ein und Job, vielleicht auch Jobdschungel, das passt nicht. Dann würde ich echt sagen, bleibt dran und bietet euren Kindern eine Unterstützung an, wie auch immer die aussieht. Also mit einem Dritten dann vielleicht auch, was auch immer das ist. Vielleicht ist es auch nicht Jobdschungel, sorry to say, Julia, an der Stelle. Ja, alles gut, alles gut. Es muss genau strukturiert analysieren, draufschauen, was ist dir wichtig, auch strategisch gucken. Bist du jemand, der so fleißig ist und so getrieben vom Ehrgeiz, der dann da immer seine 12 Stunden lernen, machen, arbeiten will? Wenn nicht, gibt es vielleicht auch andere Wege, wo du das eben nicht machst. Also auch da auf den Persönlichkeitstyp gucken und da sind ja ganz viele Dimensionen, die wichtig sind. Und ich glaube, das kann man als Eltern, kann man das gar nicht so alles erfassen. Also da brauchst du schon. In meinen Augen ist es super wertvoll gewesen, da eine Unterstützung von außen zu haben. Wunderbar. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Christine, dass du dir die Zeit heute genommen hast und Einblicke gegeben hast. Ist sowohl wahrscheinlich für die Personen, die auf der Suche nach einem Traumjob oder Traumstudienplatz oder Traumausbildung sind, hilfreich, als auch eben für die Eltern da draußen, die sich häufig einfach fragen, wie kann ich denn unterstützen, und man würde gerne irgendwas tun und fühlt sich auch so ein bisschen vielleicht hilflos, eben ob der vielen, vielen Möglichkeiten, die es gibt und auch eben aufgrund seiner Rolle. Ja, du hast es schon angesprochen, dass man natürlich irgendwo eine Befangenheit hat oder vielleicht auch seine Wünsche und Träume hat, die man natürlich nicht einfach auf das Kind projizieren möchte und trotzdem eben was tun möchte. Und da ist es vielleicht einfach eine sehr gute Möglichkeit, sich extern dann nochmal Unterstützung zu holen. Also dann ganz, ganz lieben Dank nach Speyer und mach's gut, bis bald mal. Sehr, sehr gerne. Dir tschüss. Weiterhin viel Erfolg und Spaß. Dankeschön. Ciao. Wenn euch jetzt auch das Video und die Tipps und Tricks, die Einblicke von Christine geholfen habt, dann schaut euch doch gerne auch meine anderen Videos auf dem Kanal an. Da findet ihr noch weitere Impulse und zum Beispiel auch das Video mit Julius, der uns dann jetzt selbst erklärt, wie es denn für ihn in der Beratung war und was daraus geworden ist.